Also, hier sind wir nochmal mit Overlord und ja, ich habe es geschafft. Ich habe das Nest der blauen Schergen endlich in meinem Turm. Das war auch gar nicht mehr so schwer, weil alle Gegner und alles weg war und man konnte einfach schön durchspazieren, ohne Ruckler, ohne alles. Und als ich zurückteleportiert war, habe ich gesehen, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. Naja, egal. Hauptsache, die blauen Schergen sind jetzt bei uns und das ist ja die Hauptsache. Und ich habe gemerkt, wenn man im Vollbild spielt, dann läuft einfach alles flüssiger, wie jetzt in der im Fenstermodus. Der Fenstermodus ist eben praktischer fürs Stream. Aber naja, jetzt geht es das nächste Mal dann weiter mit den blauen Schergen. Jetzt gucken wir uns mal kurz was. Was wir hier noch über die blauen Schergen erfahren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ja, tschüss und danke fürs Zuschauen. Blauen Schergen scheinen die meiste Zeit geistig in einer anderen Sphäre zu schweben. Wenn ihre Gedanken dann aber doch in diese Welt zurückkehren, können sie heilen und magischen Kreaturen Schaden zufügen. Sie können im Kampf gefallene Schergen wiederbeleben, allerdings sind sie sehr verletzlich, positioniert sie also sorgfältig.